Was geht ab? Leute, mir ist gestern ein richtiges Missgeschick passiert, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Ich habe mich so über mich selber aufgeregt. Was soll ich sagen? Zwar, ganz ehrlich, habe ich gestern meinen 24 bis 70 mm f2.8 von der Firma Sigma einmal die komplette Treppe bei mir im Haus runtergeworfen. Das tut echt weh, wenn du so ein 1000 Euro Objektiv nimmst und einfach mal die Treppe runterwirfst. Ne? Und zwar von hier oben, da, ist es mir einmal komplett hier, bis hier unten irgendwo, ich glaube, hier sieht man sogar, da ist dann aufgekommen mit dem unteren Teil. Ja, wie gesagt, einmal von da oben bis hier unten komplett runter. Und ich sag euch, das ist keine Freude, ein so teures Objektiv irgendwie so schmerzhaft irgendwo fallen zu lassen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas auch schon passiert ist. Zum Glück ist dem Sigma 24 bis 70 mm nicht wirklich was passiert. Gut, es hat eine kleine Delle auf der Rückseite vom Bajonettanschluss, was ein bisschen ärgerlich ist, weil ich glaube, dadurch ist die Abdichtung beschädigt, beziehungsweise es ist jetzt nicht mehr zu 100% wasser- und staubgeschützt. Kann man noch mit leben. Was mich ein bisschen mehr stört, ist tatsächlich, dass es der Tubus beim Ein- und Ausfahren bei ca. 50 mm so ganz leicht hakt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich probiere es jetzt erstmal weiter aus, ob es noch so funktioniert. Werde euch da aber auf dem Laufenden halten, wenn da irgendwie das Sigma sich noch verschlechtert oder der Autofokus jetzt nicht mehr funktioniert, obwohl es ganz gut aussieht soweit. Na, mal gucken. Ich hoffe, es wird nichts Schlimmeres. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Und zwar geht es um 5 Gadgets, die jeder Sony-User meiner Meinung nach in seinem Kamerarucksack mit drin haben sollte. Das sind meine persönlichen 5, die ich wirklich täglich nutze und ja, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal an. Okay, kommen wir zum ersten Stück und zwar einen solchen L-Winkel. Mega nützliches Teil, wenn du viel für Instagram zum Beispiel fotografierst oder viele Reels drehst mit einem Gimbal. Bin ich der Meinung, ist das beste Tool erstmal, um vorweg hochkant ordentlich zu fotografieren und auch zu filmen. Denn man kann einfach die Kamera hier im horizontalen Modus quasi anschrauben, also so, und dann dreht man es hoch und kann es so auf sämtliche Stative oder auf einem Ronin SC2 zum Beispiel ausbalancieren. Und somit dann horizontal filmen und auch fotografieren, wenn man zum Beispiel für Instagram viel macht. Mit dem Ronin ist das super einfach. Ich habe mir dazu hier unten noch so eine Schnellwechselplatte dran gebaut, die ich eigentlich an fast allen meinen Stativen befestigt habe. Und dann kann ich einfach die Schnellwechselplatte hier so anbringen und rucki zucki ist die horizontale Fahrt für Videos mit einem Ronin zum Beispiel gegeben. Also ein mega nützliches Tool für wenig Geld, sage ich jetzt mal. Übrigens, alle Links findet ihr zu den Produkten auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Schon mal ein cooles, nützliches Tool für Sony-User, beziehungsweise auch für Nikon und Canon-User, aber ich habe es hier für eine Sony A7 Mark III und euch unten verlinkt. Wer viel auf Instagram unterwegs ist und viel im horizontalen Modus fotografiert, kennt es wahrscheinlich, dass man immer so ganz komisch um die Kamera rumgreifen muss. Und genau das war auch immer mein Problem, als ich die Bilder für Jasmins Seite gemacht habe. Also Jasmin ist meine Verlobte, beziehungsweise mache ich ja immer noch die Bilder für sie. Und da hat es mich immer sehr gestört, dass ich immer so komisch um die Kamera rumgreifen muss und habe mir deswegen einen solchen Batteriegriff gekauft. So. Denn der hat hier einmal hier oben einen Auslöser, was sehr angenehm ist. Plus er hat alle Funktionsknöpfe und ein Steuerrad für die Blende und die Shutter Speed. Hat er alles auf der Rückseite quasi nochmal gedoubelt. Also das, was ihr auch auf der Rückseite der Kamera habt. Somit ist es viel, viel angenehmer, wenn ich shoote, dass ich die Batteriegriff bzw. die Kamera einfach im horizontalen Modus nutzen kann. Ein weiterer Vorteil ist natürlich vom Batteriegriff, dass man hier unten 2 Z-Akkus einsetzen kann. Das sorgt einfach dafür, dass ihr eine unendlich lange Batterielaufzeit habt. Also ich komme mit so einem Batteriegriff über den ganzen Tag hinweg. Und wie gesagt, ist ein sehr gutes Gadget, was ich jedem von euch empfehlen kann. Meiner ist kein Originaler, das ist ein Replacement. Der Originale von Sony kostet, glaube ich, so um die 200, 250 Euro. Was ich ein bisschen viel fand, dieser hier hat 98, glaube ich, gekostet und funktioniert seit 2 Jahren tadellos, bin ich sehr zufrieden mit. Von daher absolutes Go für so einen Batteriegriff. Nächstes Tool, was wirklich lohnenswert ist, ist ein Ladegerät bzw. eine Ladestation. Meine ist hier von Rave Power. Ich habe die Ladestation in Kombination mit 2 Akkus gekauft.
für nicht viel Geld. Es hat sich aber wirklich gelohnt. Zwei Akkus plus eine Ladestation. Ihr könnt alles gleichzeitig befeuern. Es ist vollgeladen. Innerhalb von einer Stunde oder anderthalb sind die Akkus wieder aufgeladen und ihr könnt sie zum Beispiel in euren Batteriegriff wieder einsetzen und könntet weiter fotografieren, wenn ihr überhaupt so viel Akku braucht. Ich habe mittlerweile drei Akkus für die Sony A7 Mark III und komme mit denen wunderbar über den ganzen Tag hinweg. Und ja, von daher meine absolute Empfehlung ist so eine Power-Ladestation von Rave Power in dem Fall oder von einer anderen. Blumex hat auch sehr gute Akkus. Let's go! Das vierte Accessoire, was ich euch vorstellen möchte, ist von Peak Design. Ich glaube, die meisten von euch müssten Peak Design kennen. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, das ist ein Hersteller, der solche Kameragurte zum Beispiel herstellt. Und die haben eine Besonderheit, und zwar habt ihr hier an der Ende oder am Ende quasi des Kameragurts eine Schnellwechselplatte, die es euch ermöglicht, den Kamerabody relativ zügig von dem Gurt zu entfernen. Und das ist gerade nützlich, wenn ihr zum Beispiel viel mit einem Ronin oder generell mit einem Gimbal zusammenarbeitet, aber auch viel fotografiert und ihr einfach immer wieder wechseln möchtet. Zum Beispiel zwischen der Fotografie, wo man die Kamera mehr um den oder am Gurt hängen hat, und dann wieder zurück zur Videografie, wo man einen Gimbal oder einen, weiß ich nicht, irgendein anderes Tool nutzt, oder ein Stativ zum Beispiel, und dann der Gurt immer wieder im Weg rumhängt. Und da kommt Peak Design zum Einsatz mit diesen Schnell-Release-Platten, worüber man zügig die Kamera wechseln kann, beziehungsweise den Gurt einfach abmachen kann. Denn jeder von euch, der den Gurt öfters an- und abbaut, kennt es auf jeden Fall, wie nervig das Ganze ist. Und ja, Peak Design hat da echt hochwertig verarbeitete, auch schöne breite Gurte, die sehr angenehm zu tragen sind. Die haben hier oben so eine kleine Gummierung, die dafür sorgt, dass euch zum Beispiel der Gurt auch nicht so von der Schulter rutscht, wie es bei dem Original Sony Gurt zum Beispiel der Fall ist. Von daher, Peak Design ist nicht ganz günstig mit 50 Euro für einen Gurt, aber ich glaube, die Anschaffung würde sich bei jedem von euch oder für jeden von euch lohnen. Ja, das fünfte Tool in der ganzen Geschichte ist eigentlich ein recht simples und einfaches Tool. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht ein bisschen drum lachen, aber ich rede von Sensor oder einem Sensorreinigungskit für 16 Euro bei Amazon. Gerade bei den spiegellosen Kameras von Sony ist es sehr auffällig, wie häufig da der Staub oder Dreck auf dem Sensor sich abgesetzt hat. Von daher kann ich jedem von euch nur empfehlen, sich so ein Reinigungskit zuzulegen und, weiß ich nicht, einmal im Monat über den Sensor rüber zu pinseln und den ordentlich sauber zu machen, damit ihr keine großen Sensorflecken irgendwie in euren Bildern oder in eurem Videomaterial habt. Denn das ist immer nervig, das im Nachhinein rauszuretuschieren, beziehungsweise gerade im Videobereich im Nachhinein rauszuarbeiten. Von daher so ein Tool, so ein Kit einfach mal bestellen und sich in den Kamerarucksack werfen. Dann kann man ab und zu vor einem Dreh, wenn es eine Kundenarbeit zum Beispiel ist, den Sensor kurz sauber machen und dann hat man oder kann man ganz beruhigt arbeiten. Das sind hier fünf Gadgets, die ich jedem von euch empfehlen würde. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit freut sich der ein oder andere aus eurer Familie oder von euren Freunden vielleicht darüber, sowas zu haben. Wenn ja, oder wenn euch das Video gefallen hat, das wollte ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen oder auch ein cooles Gadget einfach habt, schreibt es auch unten in die Kommentare für die gesamte Community, die ich hier hoffentlich in einem Jahr habe. Und ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht zu abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich versuche hier jeden Donnerstag um 18 Uhr ein neues Video rund ums Thema Film, Fotografie hochzuladen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Peace.